Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Wir setzen heute unsere Kooperation mit BIC für alle fort. BIC, die Abkürzung steht für barrierefrei informieren und kommunizieren, klärt über die Vorteile eines barrierefreien Internets auf und wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert. Ja, und das heutige Webinar knüpft als sogenannte Vertiefung an die Reihe an, die im vergangenen Jahr stattfand. Wenn Sie Interesse an diesen Webinaren haben, dazu gibt es Aufzeichnungen in unserem YouTube-Kanal und die Links dazu, die spiele ich später im Chat ein. Ja, und heute nun sprechen wir ebenfalls über die Entwicklung von barrierefreien Webauftritten, welche Anforderungen es gibt, was sich hinter Y-ARIA verbirgt und welches die wichtigsten Stellschrauben sind. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Sonja Weckmann. Sie ist bei BIC in der Testentwicklung tätig und insbesondere für die Prüfung von Internetseiten verantwortlich. Ja, und das war es schon von meiner Seite. Doch ein Hinweis bleibt noch, die Unterlagen, die Sie sehen, die schicken wir Ihnen dann wie gehabt zu. Ja, nun wünsche ich allen ein spannendes und informatives Webinar und übergebe an Sie, Frau Weckmann. Ja, herzlichen Dank, Frau Glas-Peters, für die Einführung. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem vierten Teil der Webinarreihe, heute zum Thema barrierefreie Websites entwickeln. Ja, und wir fangen auch gleich an. Die heutigen Themen werden sein Tastaturbedienbarkeit, Semantik und Y-ARIA. Warum habe ich diese Themen ausgewählt? Tastaturbedienbarkeit und Semantik sind zwei wirklich grundlegende Säulen der Barrierefreiheit. Man kann sogar sagen, sie machen 80 bis 90% der Barrierefreiheit aus, mal abgesehen von dynamischen Inhalten und anderen Aspekten der Barrierefreiheit. Also sie nehmen wirklich einen großen Stellenwert ein. Ja, und dann gibt es einen fließenden Übergang in das ebenso wichtige Thema Y-ARIA. Denn heutzutage sind Webseiten immer mehr dynamisch. Es gibt immer häufiger Widgets, die eingebunden werden. Und da gehe ich dann im dritten Teil drauf ein. Ja, Tastaturbedienbarkeit ist etwas, was für viele Nutzergruppen wichtig ist. Einmal die Menschen, die mit assistiven Technologien im Web unterwegs sind, aber auch für motorisch eingeschränkte Nutzer, die aufgrund von Lähmungen, Rheuma oder anderen Einschränkungen die Maus nicht bedienen können, ist die Zugänglichkeit mit der Tastatur grundlegend. Aber auch für Menschen, die sehr eingeschränkt sind, ist die Tastaturbedienbarkeit wichtig. Auch diese Menschen nutzen häufig die Tastatur. Und nicht zu vergessen sind auch Menschen, die vielleicht aufgrund eines Unfalls eine Einschränkung haben, ein gebrochener Arm, ein verstauchtes Handgelenk. Auch solche Dinge können dazu führen, dass man die Maus nicht bedienen kann. Bedeutet jetzt Tastaturbedienbarkeit genau? Als erstes ist es wichtig, dass alle interaktiven Elemente mit der Tastatur erreichbar und bedienbar sein sollen. Also alle Links und Formularelemente, alle interaktiven Elemente sollen mit der Tastatur erreichbar sein und eben auch die Funktionalität gewährleistet sein. Also Sie sollten die Webseite ganz ohne Maus bedienen können. Die gute Nachricht ist, native interaktive HTML-Elemente wie Inputs, Buttons oder Selects und so weiter, die sind tastaturbedienbar. Da müssen Sie nichts mehr tun, da bekommen Sie Barrierefreiheit for free, wenn Sie die nativen interaktiven HTML-Elemente einsetzen. Hier ein Beispiel, ein Button-Element, der mit Button 1 beschriftet ist, den können Sie mit Tab ganz einfach fokussieren. Das können Sie auch selbst auf Ihrer Website mal ausprobieren, wie gut das bei Ihnen funktioniert.
Probleme gibt es, wenn Sie eben diese nativen Elemente nicht einsetzen, wenn Sie Diffs und Spans benutzen und die mit JavaScript zu interaktiven Elementen machen. Also wie hier in diesem Beispiel, das ist ein Diff, sieht nur visuell so aus wie ein Button und ist eben mit JavaScript klickbar gemacht, also auch nur für Mausnutzer klickbar gemacht. Diesen, darf ich da gerade mit einer ersten Frage kommen? Könnten Sie gerade nochmal, weil es darauf aufbaut, erklären, was native Elemente sind? Genau, native Elemente sind die Elemente, die es im HTML, da kommen wir aber auch gleich noch drauf, die es im HTML, also im HTML gibt es für jedes Element auf einer Webseite, also für einen Button, für einen Absatz, für eine Überschrift, für eine Tabelle gibt es ein entsprechendes Element, mit dem man einen Text auszeichnen kann und im Browser wird dann dieses Element entsprechend dargestellt. Also das führt dann dazu, dass eben ein Button wie ein Button aussieht oder eine Überschrift als Überschrift dargestellt wird. Also das sind die HTML-Elemente. Vielen Dank. Ja. So, als zweites sollte die Tab-Reihenfolge schlüssig sein. Das heißt, die Reihenfolge, in der die Elemente mit Tab durchwandert werden. Also wenn Sie das selber mal testen und durch die Webseite tappen, dann ist die Reihenfolge, wie Sie diese Elemente fokussieren, das nennt man Tab-Reihenfolge. Und die sollte schlüssig sein, das heißt, die sollte nachvollziehbar sein. Auch hier ist es so, wenn Sie Ihren Code gestalten, entspricht die Reihenfolge, wie die Elemente durchgetappt werden, der Reihenfolge im Code oder genauer gesagt im DOM. Aber für die, die da jetzt nicht so tief drin stecken, kann man auch sagen, entspricht der Reihenfolge im Quellcode. Also wie in diesem Beispiel, Button 1, Button 2, Button 3, im Code steht das so hintereinander. Und so wird man auch die Buttons mit Tab durchwandern. Also wenn Sie Ihren Code in einer guten Reihenfolge gestalten, was sowieso zu empfehlen ist für die Lesereihenfolge, für den Screenreader, dann haben Sie gute Chancen, dass Sie schon wirklich viel für eine schlüssige Tab-Reihenfolge getan haben. Probleme kann es zum Beispiel geben, wenn Sie Elemente mit CSS positionieren. Also zum Beispiel, hier haben wir wieder unsere drei Buttons. Wenn ich jetzt den ersten Button, der im Code ganz oben steht, mit einer CSS-Anweisung nach rechts positioniere, also float right, dann ist er visuell, steht er dann ganz rechts. Und wenn ich dann durch die Buttons tappe, dann sieht das wie folgt aus. Ich fokussiere als erstes den rechten Button, weil der im Quellcode als oberstes steht, aber nur visuell nach rechts verschoben ist. Dann springe ich ganz nach links. Und dann in die Mitte. Also die Reihenfolge ist nicht mehr so, wie man sie vielleicht erwarten würde, also von links nach rechts, sondern erst rechts, dann springt man und dann in die Mitte. Also es ist nicht so gut nachvollziehbar für den Nutzer. Darauf achten sollten Sie auch, dass der Nutzer nicht über mehrere Stationen im unsichtbaren Bereich tappt. Also als Beispiel, Sie haben eine Flyout-Navigation und diese Flyout-Navigation klappt aber nicht aus, wenn Sie durch die Seite tappen. Dann tappt der Nutzer im unsichtbaren Bereich, also er sieht nicht mehr, wo er ist und verliert dann natürlich den Fokus und kann die Tab-Reihenfolge nicht mehr nachvollziehen. Das wäre so ein Beispiel. Oder Sprunglinks, die nicht eingeblendet werden zu Beginn der Seite. Da würde man dann auch im unsichtbaren Bereich tappen.
Ein drittes Beispiel sind die modalen Dialoge. Häufiger gibt es auf Webseiten die Möglichkeit, man aktiviert einen Button und dann geht ein Fenster auf und der Hintergrund ist abgedunkelt. Wenn Sie sowas auf Ihrer Seite haben, dann sollte das Verhalten so sein, wenn Sie so ein Fenster aktivieren, dass der Fokus auf dem Fenster oder beziehungsweise auf den interaktiven Elementen dann in dem Fenster ist und Sie da durchwandern und auch zirkulieren und es dann mit Schließen wieder zumachen können. Und Sie sollten nicht im Hintergrund wandern. Also wenn das nicht gut gemacht ist, dann öffnet man so ein Fenster und wandert aber im Hintergrund der Seite. Das ist sehr ungünstig, weil der Nutzer dann auch wieder die Orientierung verliert. Dazu kann ich einen ganz guten Artikel empfehlen, der auf WebCrowds gerade veröffentlicht wurde. Das werden wir dann auch im Handout noch verlinken. Also da wird dann nochmal genauer beschrieben, wie man solche modalen Dialoge technisch gut umsetzt. Als drittes, sorgen Sie für eine sichtbare Fokushervorhebung. Das ist etwas, was häufig vergessen wird. Denn die Tastaturbedienung ist nicht nur für blinde Nutzer wichtig, die mit dem Screenreader die Seite besuchen, sondern eben auch für die motorisch eingeschränkten Nutzer, die dann vielleicht auch sehen können. Die müssen nämlich zu jeder Zeit auch sehen können, wo sie gerade durch die Seite tappen, wo sie gerade sind und welches Element sie aktivieren könnten. Wenn das nicht gewährleistet ist, ist das ein K.O.-Kriterium für die motorisch eingeschränkten Nutzer. Dann ist die Seite für sie nicht nutzbar, weil wenn ich nicht sehe, wo ich bin, dann kann ich nichts aktivieren, kann kein Menü bedienen, dann funktioniert nichts mehr. Der Browser, der bietet von Haus aus schon eine Fokushervorhebung. Das ist so ein Pixelkranz um den Link oder um den Button, wenn Sie das mal ausprobieren. Zumindest im Firefox und im Internet Explorer sieht das so aus. Das ist so die Minimalanforderung. Diesen Systemkranz sollten Sie nicht mit der CSS-Anweisung Outline None unterdrücken. Dann sieht man nämlich keine Fokushervorhebung mehr. Besser ist es, einen alternativen Fokus-Style anzubieten. Also dann können Sie diesen Systemkranz auch unterdrücken, wenn Sie einen eigenen Fokus-Style mit CSS anbieten. Das ist auch sehr zu empfehlen, denn dieser Pixelkranz, der ist natürlich relativ schwach und deswegen empfehlen wir, wenn Sie Ihr Design anlegen, dann gestalten Sie auch einen Tastaturfokus, den dann die Entwickler umsetzen. Also ganz wichtig. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel von einer guten Umsetzung einer Tab-Reihenfolge. Jetzt mal nur auf eine mobile Navigation bezogen. Ich muss an der Stelle dazu sagen, auch sehr eingeschränkte Nutzer, die in die Seite stark reinzoomen, bekommen eine responsive Ansicht. Und ich hatte es ja zu Anfang schon gesagt, diese Nutzer verwenden auch gerne die Tastaturbedienbarkeit, dass sie häufig auch nur einen kleinen Bildschirmausschnitt sehen und daher mit der Maus schwerer arbeiten können, weil sie dann eventuell die Orientierung verlieren. Ich habe jetzt schon den Fokus auf dem Menü-Button links oben und würde den jetzt mit Enter aktivieren. Dann wird das Menü eingeblendet. Der Fokus ist auf der ersten Option hier. Wenn ich jetzt mit Tab weitergehe, komme ich zum Schalter Rubriken A bis Z. Den kann ich jetzt wieder mit Enter aktivieren und bekomme dann eine neue Ebene eingeblendet. Beim nächsten Tab ist der Fokus dann auf dem Zurück-Button.
Und so kann ich wieder zurücknavigieren. Wenn ich den mit Enter wieder auslöse, bin ich wieder auf dem auslösenden Element, nämlich Rubriken A bis Z. Also so kann ich prima durch diese mobile Navigation auch mit der Tastatur navigieren. Und das ist häufig nicht ganz selbstverständlich, weil auch diese mobile Navigation häufig vergessen wird, für Tastaturnutzer zu optimieren oder da eine gute Lösung anzubieten. Testen Sie früh und regelmäßig. Sind alle interaktiven Elemente erreichbar? Ist die Tab-Reihenfolge schlüssig? Müssen Sie eventuell diese Fokusreihenfolge nochmal explizit implementieren oder korrigieren? Müssen Sie den Fokus vielleicht auf ein Fenster versetzen, etc.? Ist der Fokus immer sichtbar? Das sind die drei wichtigen Dinge, die Sie ganz einfach selbst testen können, indem Sie einmal die Maus wegnehmen und nur mit der Tastatur die Seite bedienen. Wenn Sie auf ein Element stoßen, das Sie nicht mit der Tab-Taste, also auf ein interaktives Element stoßen, das Sie nicht mit der Tab-Taste fokussieren können, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie eben nicht ein natives HTML-Element, also so diese Button, Selects, Inputs, diese interaktiven Elemente, die es im HTML gibt, genutzt haben, sondern Sie haben eben dann wahrscheinlich so ein Div-Element, was Sie mit JavaScript klickbar gemacht haben, genutzt. Und in diesem Fall kommt dann das Tab-Index-Attribut ins Spiel. Das ist dazu da, dass Sie solche Elemente fokussierbar machen können, beziehungsweise es ist auch dafür da, dass Sie ein Fokusmanagement damit machen können, also dass Sie den Fokus irgendwo hinschicken können. Das zeige ich gleich noch. Das Tab-Index-Attribut kann drei Werte haben. Der erste Wert ist 0, also Tab-Index gleich 0. Das bringt ein nicht fokussierbares Element, also solch ein Div zum Beispiel, in die natürliche Tab-Reihenfolge. Das heißt, es wird in der Reihenfolge fokussiert, wie es im Code vorkommt. Hier haben wir wieder unseren Div-Button von vorhin. Dem habe ich jetzt einen Tab-Index gleich 0 mitgegeben und damit ist der Button fokussierbar. Er ist noch nicht vollständig zugänglich. Wir kommen auf diesen Button nochmal zurück, aber für den Moment bleiben wir erstmal bei der Fokussierbarkeit. Jetzt ist der Button fokussierbar. Tab-Index gleich minus 1, das nimmt ein Element aus der natürlichen Tab-Reihenfolge, also das heißt, es ist nicht mehr fokussierbar, aber man kann mit JavaScript einen Fokus darauf versetzen, also mit einer JavaScript-Anweisung kann man den Fokus auf dieses Element mit Tab-Index minus 1 versetzen. Das kann zum Beispiel Sinn machen, wenn ich ein Formular habe, das schicke ich ab und bekomme dynamisch eine Fehlermeldung eingeblendet oberhalb vom Formular. Das heißt, die Seite wird nicht neu geladen, sondern es wird nur eine Fehlermeldung eingeblendet zu Beginn des Formulars. Dann kann ich dem Element einen Tab-Index minus 1 mitgeben und mit der JavaScript-Anweisung den Fokus auf diese Stelle versetzen. Und dann kriegt der Nutzer diese Fehlermeldung relativ schnell mit. Das wäre so ein Anwendungsbeispiel, aber es gibt noch viele andere im Bereich der Widgets, zu denen wir später noch kommen. Da wird das Tab-Index minus 1 auch häufig eingesetzt, auch so ein dynamischer Wechsel zwischen dem Wert 0 und 1 kommt da häufiger vor. Ja, und der dritte Fall wäre der positive Tab-Index. Also 1 und höher vom Wert, das hebt das Element vor die natürliche Tab-Reihenfolge. Das heißt, das Element wird vor den Elementen mit Tab-Index gleich 0 und vor den HTML, vor den interaktiven HTML-Elementen fokussiert. Bei mehreren Elementen mit positivem Tab-Index ist die Reihenfolge halt entsprechend der Nummerierung.
aber es ist hier ganz deutlich gesagt, das gilt als Anti-Pattern. Das heißt, das sollten Sie möglichst vermeiden, dieses positive TAP-Index, da es häufig in der Praxis doch zu Problemen führt und auch häufig nicht nötig ist. Also sorgen Sie lieber für eine gute Reihenfolge im Code Ihrer Elemente und vermeiden Sie, wenn möglich, das positive TAP-Index. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema, dem Thema Semantik. Bevor wir hier tiefer einsteigen, möchte ich Sie einmal um Ihr Feedback bitten. Wie sieht es bei Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit so aus? Frau Glas-Peters wird gleich eine Kurzumfrage starten. Ich lese mal einmal die Frage vor. Welchen Stellenwert hat bei Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit die Einhaltung von Webstandards, zum Beispiel die Einhaltung der korrekten HTML-Semantik? Die erste Antwort wäre einen hohen Stellenwert, dann einen nicht so hohen Stellenwert. Ich würde gern, aber es ist mir aus bestimmten Gründen leider häufig nicht möglich. Oder darauf achte ich bisher eigentlich noch gar nicht. Ja, und Sie sehen, die Umfrage ist eingespielt. Sie sehen ein blaues Fenster, das die Präsentation überlagert. Und die meisten von Ihnen haben auch schon gewählt. Eine relativ klare Tendenz erkennbar. Ich warte noch kurz Ihnen zur Info, wenn ich dann auch gleich die Ergebnisse vorlese, damit Sie das prozentual richtig einordnen können. Es sind jetzt knapp 130 Teilnehmer, die gerade zuhören. Ja, und da doch ändert sich noch ein bisschen. Wir warten noch ein paar Sekunden. Ja, vielen Dank für die rege Teilnahme. Ich schließe die Umfrage und zeige Ihnen auch hier die Ergebnisse. So, und zwar hat die Einhaltung der Webstandards für 41% von Ihnen einen hohen Stellenwert und an nächster Stelle mit 30% eigentlich genau das Gegenteil, darauf achten Sie bisher noch gar nicht. 14% sagen einen nicht so hohen Stellenwert und 15%, also fast genauso viel, sagen, es ist Ihnen leider eben nicht möglich, darauf zu achten. Okay, vielen Dank für Ihr Feedback. Im Folgenden will ich jetzt darstellen, warum das so wichtig ist mit der HTML-Semantik. Also, es ist ja ganz schön, dass schon ein relativ hoher Anteil auf die Semantik achtet. Ja, gucken wir uns jetzt mal an, warum das so wichtig ist. Was ist Semantik überhaupt? Karl Groves, Accessibility-Experte aus den USA, hat das so formuliert. Semantik beantwortet die Frage, what is this thing, what does it do? Also was bin ich denn für ein Element und was tue ich? Wenn man das zu jeder Zeit beantworten kann, dann hat man für eine gute Semantik gesorgt. Wenn wir visuell eine Webseite wahrnehmen, dann wissen wir, welches Element sich auf der Seite befindet aufgrund von bestimmten Gestaltungsmechanismen. Also hier in diesem Beispiel wissen wir, auch wenn wir den Text nicht lesen können, der Text mit der größten Schrifttype ist die Überschrift der wichtigsten Ordnung und dann die etwas kleiner dargestellte Schrift, das ist ein bisschen weniger wichtig und ein Absatz wird als Textblock gestaltet. Also wir haben so visuelle Marker, wo wir erkennen können, um was für ein Element es sich handelt. Oder in diesem Beispiel, das sind drei Wörter, davor ist so ein Kreiselement, ein Kreiselement ist gefüllt. Ich erkenne sofort, okay, ich kann hier aus drei Optionen eine auswählen. Und hier beim dritten Beispiel ein unterstrichener Text auf einer Webseite, da habe ich recht schnell die Assoziation, okay, das ist ein Link und wenn ich da draufklicke, komme ich zu einer anderen Seite.
für Nutzer, die diese visuellen Marker nicht wahrnehmen können. Diese Nutzer brauchen diese Information zur Struktur, also ob es sich um eine Überschrift oder um einen Absatz handelt, und zur Bedeutung der Elemente, also was die jetzt tun, auf einer anderen Ebene. Diese Informationen, man sagt, die müssen programmatisch ermittelbar sein. Also die müssen mit den Hilfsmitteln erkennbar sein. Und das passiert, indem ich ein korrektes HTML schreibe, indem ich die entsprechenden Elemente für die Auszeichnung nutze. Und so gibt es für die Struktur entsprechenden Elemente, also die Überschriftenelemente H1 bis H6, Absätze, Listen, Tabellen. Wir hatten das im Webinar für Redakteure schon behandelt. Also die Inhaltselemente sollten eingesetzt werden. Ja, und die Bedeutung eines Elements wird über die sogenannte Rolle eines Elements abgebildet. Im HTML haben alle semantischen Elemente eine implizite Rolle. Zum Beispiel ein A-Element hat die Rolle Link, ein Image-Element die Rolle Grafik, ein Header-Element die Rolle Banner und so weiter und so fort. Also für alle Elemente, die eine semantische Bedeutung haben, und das sind fast alle, wird diese Information dann weitergegeben, diese Rolle. Der erste große Vorteil also von semantischen Informationen oder von dem semantischen Code ist, dass diese Informationen an die Hilfsmittel übergeben werden. Also diese Rollen, diese impliziten Rollen, die das HTML mitbringt, werden an die Hilfsmittel übergeben. So wie in diesem Beispiel. Hier habe ich ein Text, aktuelles, davor und danach ein Überschriften-Tag, H1. Und der Screenreader gibt dann aus, Überschrift Ebene 1, eben diese Rolle von dem Element. Ein weiterer großer Vorteil von Semantik und semantischen Informationen ist, dass sie bei der Navigation und Orientierung helfen. Hier habe ich mal schematisch so eine Outline, also eine Überschriftenstruktur von der Website dargestellt, wie sie aussehen könnte. Hier wird entsprechend der inhaltlichen Gliederung eine Überschriftenstruktur angeboten, H1, in dem Fall bis H3. Es könnte noch bis H6 runtergegliedert werden. Das hat den Vorteil, dass ein blinder Nutzer sich zu Beginn eine Überschriftenstruktur anzeigen lassen kann, also ähnlich wie so ein Inhaltsverzeichnis, und dann gezielt zu der entsprechenden Überschrift springen kann, die ihn interessiert. Oder er kann einfach von Überschrift zu Überschrift springen und da dann weiterlesen, wenn der entsprechende Inhalt kommt, den er sucht. Also ein Mittel zur Orientierung, aber auch zur Navigation. Und auf einer etwas gröberen Ebene hier sind so schematisch die Bereiche einer Website dargestellt. Auch hier gibt es in HTML5 mittlerweile für jeden Bereich ein Element, also für den Kopfbereich das Header-Element, für die Navigation das Nav-Element, für den Inhaltsbereich Main, für die Seitenspalte Site und für den Footer Footer. Und wenn Sie die so einsetzen, wie sie gedacht sind, und das Layout entsprechend aufbauen, dann kann auch ein blinder Nutzer mit Tastaturbefehlen prima zu den entsprechenden Bereichen navigieren. Ja, und der dritte große Nutzen von Semantik ist, dass der Nutzer weiß, wie er mit einem Element interagieren kann. Also wenn er auf einen Button trifft, dann wird ihm die Rolle vorgelesen, in diesem Fall Schalter, und er weiß, okay, ich habe einen Schalter, ich kann diesen Schalter mit Space, also mit der Leertaste oder mit Enter aktivieren. Bei einer Checkbox wäre das dann die Leertaste, und Radio Buttons würde er mit Pfeiltasten durchwandern. Also er weiß, wie er das Element nutzen kann.
Das ist ganz wichtig. Ja, und als letzten großen Vorteil, Semantik ist auch gut für Suchmaschinenoptimierung. Also wenn Sie eine gute Semantik auf Ihrer Seite haben, dann profitieren auch Suchmaschinen davon, denn die interpretieren auch das, was im Code steht. Es gibt aber auch Elemente, die nicht semantisch auszeichnen, nämlich Diffs und Spans. Und da haben wir wieder unseren Diff-Button vom Anfang. Den haben wir jetzt zwar einen Tab-Index gleich 0 mitgegeben und er ist fokussierbar, aber er vermittelt noch keinerlei semantische Informationen. Also ein Nutzer, der den fokussiert, bekommt wahrscheinlich nur die Beschriftung vorgelesen und mehr nicht. Also er weiß nicht, dass das ein Button ist. Und da kommt jetzt Y-Aria ins Spiel. Erst einmal, was ist ARIA? ARIA ist eine technische Spezifikation. Sie bietet einen Satz von Attributen, mit der Sie so eine fehlende Semantik ergänzen können. ARIA bedeutet Accessible Rich Internet Applications. Und das führt uns auch schon zu der Frage, wann ist ARIA sinnvoll? Das Wort sagt es schon, Internet Applications. Es ist ursprünglich für Webanwendungen gedacht. Ja, oder auch für Widgets. Das sind ja auch so kleine Anwendungen, also sowas wie Tab-Panels, Akkordeonmodule, Bilderkarusselles, Sliders und so weiter. So alles, was diesen Mini-Anwendungscharakter auf einer Website hat. Dafür ist ARIA sinnvoll und nötig. Es kann natürlich auch eingesetzt werden, wenn man, ich sag mal, off-road gehen muss, also wenn man aus irgendeinem Grund nicht die semantischen HTML-Elemente nutzen kann, weil man sie irgendwie nicht so gut stylen kann oder ja, vielleicht hat man auch eine Seite, die man optimieren muss, sozusagen reparieren muss, die Zugänglichkeit später irgendwie herstellen muss und nicht so stark auf den Code eingreifen kann. Auch für solche Situationen ist ARIA geeignet und sinnvoll. Aber die erste Regel in dem Dokument vom W3C Using ARIA in HTML, das ich Ihnen auch sehr empfehlen kann, lautet, verwenden Sie ARIA nicht, wenn Sie nicht müssen. Das heißt, wenn Sie das Ziel auch mit nativen Elementen erreichen können. Denn ARIA ist relativ komplex und ja, man kann mit ARIA auch, ich sag mal, verschlimmbessern. Also nicht immer, wenn ARIA eingesetzt wird, wird die Zugänglichkeit erhöht. Man muss natürlich schon auch wissen, wie das funktioniert und wenn man das falsch einsetzt, kann es eben auch Schaden anrichten und ja, die Chance ist einfach höher, wenn Sie die nativen Elemente einsetzen, da sind Sie auf der richtigen Seite und es ist auch viel weniger Arbeit. Warum ist es viel weniger Arbeit? Denn ARIA ergänzt nur die Semantik. Also es hat weder Einfluss auf die Gestaltung, sowieso nicht, aber wichtig ist auch, dass es das Verhalten im Browser nicht ändert. Also ein Element hat jetzt zwar semantische Informationen, aber es ist immer noch nicht fokussierbar. Die Fokussierbarkeit, das haben wir schon gesehen, das muss man mit Tab-Index ermöglichen und die Tastaturbedienbarkeit muss man mit JavaScript nachimplementieren. Und das kann man sich eben sparen, wenn man direkt ein Button-Element, ein echtes HTML-Button-Element nutzt. Es gibt drei Kategorien von ARIA-Attributen. Das erste sind die Rollen. Ich hatte ja schon bei den HTML-Elementen die impliziten Rollen erklärt. Wenn man die jetzt nicht zur Verfügung hat, weil man jetzt so ein Div-Element nutzen muss, dann muss man diese Rollen eben mit ARIA zur Verfügung stellen. Also Rollen beantworten die Frage, was bin ich für ein Element? Also ich bin eine Checkbox, ich bin ein Dialog, ich bin ein Button oder was auch immer. Und da gibt es dann die entsprechenden Rollen.
Hier haben wir wieder unseren Diff-Button, der hat einen Tab-Index 0 und jetzt kommt noch die Role-Gleich-Button hinzu. Jetzt wird an den Screenreader die semantische Information übermittelt, dass es sich um einen Button handelt. Der Screenreader, zumindest der NVDA-Screenreader, der liest dann Schalter vor und der Nutzer weiß, um was für ein Element es sich handelt. Und wie gesagt, die Tastaturbedienbarkeit, dass dieser Button jetzt mit Enter und Space aktivierbar ist, den müssen Sie mit JavaScript-Event-Händlern nachbauen. Meistens ist sie ja nur für die Mausnutzer der Event-Händler vorhanden und das muss eben auch für die Tastaturnutzer gemacht werden. Das zweite, das sind die States. Die States, das sind Attribute, die den Zustand eines Elements wiedergeben. Und die haben einen Wert, true oder false. Und dieser Wert ändert sich dynamisch aufgrund von Nutzereingaben, je nachdem, was der Nutzer gemacht hat. Auch hier ein Schritt zurück zu den echten HTML-Elementen, zum Beispiel eine Checkbox, die hat auch unterschiedliche Zustände, aktiviert oder nicht aktiviert. Wenn Sie diese echte HTML-Checkbox nutzen, dann wird es automatisch der Zustand vermittelt. Und wenn Sie die Checkbox nachbauen mit JavaScript, dann müssen Sie diesen Zustand aktiviert oder nicht aktiviert mit dem ARIA-Check gleich true oder false, je nach Zustand, vermitteln. Ein anderes Beispiel ist das ARIA Expanded, das auch häufig nötig ist bei modernen Websites. Das zeige ich gleich. Es gibt aber noch viele, viele weitere State-Attribute. Hier haben wir jetzt wieder unsere CTF-Website. Die Standardansicht, die Hauptnavigation. Im Moment ist die Schaltfläche Rubriken im Fokus. Wenn die fokussiert wird, liest der Screenreader vor Rubriken, also die Beschriftung von dem Button, Schalter, dass es sich um einen Button handelt und den Zustand, dass das Element reduziert ist. Wenn ich den jetzt aktiviere, dann wird eine Navigation eingeblendet und der Screenreader liest vor erweitert. Und so weiß der Nutzer eben direkt, was hier geschieht. Also ob er was eingeblendet hat oder nicht. Wenn das nicht der Fall wäre und dieses Rubriken vielleicht auch noch als Link statt als Button ausgezeichnet wäre, viele machen da leider nicht einen Unterschied, ob es ein Button oder ein Link ist. Das sind auch zwei semantisch unterschiedliche Geschichten. Ein Button ist für eine Funktion da und ein Link verweist auf eine andere Seite. Dann würde der Nutzer dieses Element fokussieren, dann wird vielleicht vorgelesen Link, dann klickt er da drauf und denkt, er kommt auf eine andere Seite. Aber es passiert nichts, denn es wird was eingeblendet und ein blinder Nutzer versteht das dann sehr viel schlechter. Das dritte sind die Properties. Das sind die Attribute, die die Elemente näher beschreiben, ähnlich wie die States, nur dass sich der Wert hier selten dynamisch ändert. Beispiele hierfür sind ARIA-Label, ARIA-Labeled-By und ARIA-Described-By. Ja, jetzt auch ein Beispiel. Ich habe so ein Modalfenster, das hat einen Schließen-Button. Der Schließen-Button ist nur mit X beschriftet, was jetzt wenig aussagekräftig ist für einen blinden Nutzer. Das heißt, man kann diesen Button ein ARIA-Label gleich schließen mitgeben und der ist aussagekräftiger benannt. Wichtig hier ist, dass ein ARIA-Label und auch beim ARIA-Labeled-By ist das so, dass die immer die vorhandene Beschriftung ersetzen oder auch den vorhandenen Linktext. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das im Auge hat. Ein weiteres Beispiel für ARIA-Described-By. Hier haben wir ein Formularfeld. Das hat eine Beschriftung, Chipkartennummer und darunter steht noch ein Hinweistext. Wenn ich nun möchte, dass der Hinweistext mit ausgegeben wird, wenn ich in dieses Formularfeld tabbe, dann kann ich das ARIA-Described-By nutzen.
Von der Umsetzung sieht das so aus. Die Beschriftung des Formularfelds setze ich mit dem Label-Element um, also Label plus Vorattribut. Diese Beschriftung verknüpfe ich mit dem Eingabefeld, indem ich dem Eingabefeld, also dem Input, eine ID gebe und mit dem Vorattribut auf die ID verweise, also eine klassische HTML-Technik. Und die Beschriftung, also den Hinweis verknüpfe ich mit dem Feld, indem ich dem Hinweis eine ID gebe und dem ARIA Describe By, das ARIA Describe By auf die ID von diesem Hinweistext verweise. Nun kommen wir zu den Widgets. Das sind ja diese Mini-Anwendungen auf Websites, die man auch immer häufiger findet. Ich habe hier ein Tab-Panel. Das ist aus einem Dokument vom W3C, den Authoring Practices, die ich nachher auch noch näher vorstellen werde. Das ist ein Dokument, wo so Best-Practice-Umsetzungen beschrieben sind. Also ein Tab-Panel, das ist ja so eine Registerkartennavigation. Ich habe eine häufig horizontale Leiste mit mehreren Registerkarten oder Tabs. Und wenn ich eine von diesen Registerkarten aktiviere, wird ein neuer Inhalt dynamisch eingeblendet, ohne dass die Seite neu lädt. Dieses Tab-Panel, das besteht aus einem HTML-Gerüst. Das kann unterschiedlich aussehen. Und JavaScript, das eben dieses Verhalten hinzufügt. In HTML gibt es für solche Konstrukte, für solche Tab-Panels keine entsprechende Semantik. Also es gibt keine Semantik, die jetzt ausdrückt, dass es sich bei diesen einzelnen Tabs um eben Tabs oder Registerkarten handelt. Daher ist es hier nötig, dass man mit ARIA die Semantik anreichert. Und man muss auch nochmal gucken, wie ist meine Tastaturbedienung, wie soll das Widget, wie soll diese kleine Anwendung mit der Tastatur bedienbar sein. Ich zeige jetzt mal, wie dieses Dokument Authoring Practices die Tastaturbedienung empfiehlt. Ich benutze Tab und fokussiere den ersten Reiter. Dann wird mir ausgegeben Registerkarte Nils Frahm, so ist die Beschriftung von diesem Reiter. Tab, es handelt sich um Tab, ausgewählt 1 von 3. Wenn ich jetzt mit den Pfeiltasten weitergehe, komme ich zum nächsten Tab. Es wird mir wieder die Beschriftung vorgelesen, Agnes Obel, Tab, ausgewählt 2 von 3. Und wenn ich nochmal mit der Pfeiltaste weitergehe, wird der dritte Reiter fokussiert. Wieder wird vorgelesen die Beschriftung, Joke, Tab, ausgewählt 3 von 3. Es hat sich jetzt hier immer automatisch der Inhalt geändert. Es wäre auch denkbar, dass man erst nochmal Enter drücken muss und sich dann der Inhalt ändert, also dass man sozusagen gezielt diesen Reiter aktiviert. Wenn Sie mit der Pfeil nach links-Taste navigieren, kommen Sie dann wieder zurück. Häufig sieht man diese Umsetzung auch, indem man mit den Tab-Tasten, also nicht mit den Pfeiltasten, sondern mit den Tab-Tasten durch das Modul navigiert. Das wäre auch in Ordnung. Dann würde man mit Enter den Reiter aktivieren und dann wird der entsprechende Inhalt eingeblendet. Wichtig ist dann nur, dass man dann bei Tab auch in den Inhalt kommt, also in das erste fokussierbare Element im Inhalt und dass man nicht bei Tab dann die restlichen Reiter durchwandert, weil sonst würde man irgendwann zum Inhalt kommen, aber nicht dann, wenn man ihn eigentlich gerade eingeblendet hat. In diesem Fall ist es jetzt so, dass man bei Tab, ja, hier ist nochmal, was der Screenreader vorliest, Beschriftung, Tab ausgewählt, 2 von 3. Und wenn man dann Tab drückt, dann
Da es hier kein fokussierbares Element gibt, also kein Link oder kein Button oder kein Formularelement, wird der gesamte Container fokussiert. Also die Authoring Practices empfehlen in so einem Fall, dem gesamten Container einen Tab-Index 0 mitzugeben, damit das nicht übersprungen wird. Aber ich würde sagen, das muss man nicht machen, denn der Inhalt ist vorhanden. Die Nutzer können da auch dann mit den Pfeiltasten dahin navigieren, aber so steht es in den Best Practice. Hier nochmal eine kurze schematische Darstellung von den Roles und von den Area States and Properties. Da will ich jetzt gar nicht mehr näher drauf eingehen. Das können Sie sehr gut in den Area Authoring Practices nachlesen. Also, dass jetzt auf dem Container eine Role-Tab-List auf den Tabs die Role-Tab und auf dem Tab-Panel, das die Role-Tab-Panel sein soll. Das steht alles in den Authoring Practices sehr gut beschrieben. Das ist das Dokument, das ich Ihnen sehr, sehr ans Herz legen will, denn es ist wirklich sehr hilfreich. Da steht beschrieben, wie die Tastaturbedienbarkeit optimal funktionieren soll. Also in diesem Fall, dass man mit den Pfeiltasten durch die Reiter geht, wann man in das Panel kommt, mit welcher Taste, wie die Role States and Properties aussehen sollen, auf welchem Element was implementiert sein soll. Das kann man hier gut nachlesen. Es ist wahrscheinlich so, dass Sie solche Widgets nicht unbedingt selbst bauen, sondern vielleicht Plugins einsetzen, fertige Module nutzen und jetzt vielleicht denken, ja, so genau muss ich das vielleicht gar nicht wissen, weil ich das gar nicht selber bauen will. Aber ja, nicht überall, wo Barrierefreiheit draufsteht, ist Barrierefreiheit drin. Deswegen ist es sinnvoll, sich die Widgets anzugucken, wie die funktionieren sollen, wie die ausgezeichnet werden sollen. Denn Sie sollten, wenn Sie sich für ein Widget entscheiden, immer gucken, ist es wirklich zugänglich? Ist es gut umgesetzt? Ja, und da können Sie selber gucken, sind alle Elemente fokussierbar? Ist die Tastaturbedienbarkeit gegeben? Kann ich alles erreichen, auslösen? Ist die Reihenfolge so, wie sie sein soll? Erfolgt die Bedienung so, wie sie soll, also wie die Erwartung wäre? Ja, und sind Rollen und Zustände und Eigenschaften so ausgezeichnet, wie sie sein sollen? Und bei Formularelementen haben die ein Label oder ein Accessible Name, also eine Bezeichnung, zum Beispiel auch dieses Tab-Panel, das braucht eine Bezeichnung. Ja, Sie merken, es wird kompliziert. Das ist ja auch nur ein Einstieg. Natürlich muss man sich mit der ganzen Thematik so ein bisschen intensiver beschäftigen, aber das soll Ihnen ein bisschen leichter fallen, indem Sie jetzt heute so einen ersten Einstieg bekommen in das Thema. Ja, jetzt noch kurz, das hatten wir bei den letzten Webinaren auch schon erwähnt. Es ist sinnvoll, wenn Sie auch mit Screenreader testen und sich so ein bisschen rudimentär mit den Screenreadern vertraut machen. Es gibt einen kostenlosen Screenreader, NVDA. Das ist ein Open-Source-Screenreader, den können Sie sich runterladen. Und wir hatten auch schon ein Tutorial auf YouTube empfohlen, wo so in wenigen Minuten die wichtigsten Funktionen erklärt werden, wie so ein Screenreader funktioniert. Dann können Sie auch mal selber gucken, wie das so ist, mit einem Screenreader zu arbeiten. Sie können sich besser in die Nutzer rein versetzen und eben auch selber testen. Dann gibt es für den Internet Explorer, oder ich sage mal, der wird häufig mit dem Internet Explorer verwendet, NVDA wird häufig mit Firefox verwendet, gibt es JAWS, das ist ein kostenpflichtiger Screenreader, gibt es eine 45-minütige Demo-Version. Ja, und der Mac hat einen integrierten Screenreader, der heißt VoiceOver. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Zum Schluss noch ein paar hilfreiche Ressourcen, wenn Sie sich jetzt tiefer in das Thema einarbeiten wollen.
Die Authoring Practices habe ich schon genannt. Using ARIA in HTML ist auf jeden Fall zum Einstieg ein wichtiges Dokument. Das ist auch nicht so lang. Das kann ich sehr empfehlen. Dann werden in den WCAG werden ganz viele Techniken verlinkt und eben auch ARIA-Techniken. Die lohnt es sich auch anzugucken, denn hier werden auch ganz viele Beispiele genannt, wie ich eine bestimmte Anforderung umsetzen kann oder wie ich bestimmte ARIA-Techniken einsetzen kann. Dann gibt es vom B3C ein wirklich, wirklich sehr gutes Web Accessibility Tutorial. Da werden so verschiedene Themen aufgegriffen, auch zum Beispiel Formulargestaltung und Fehlerbehandlung von Formularen, was nicht so ganz einfach ist. Und da werden dann immer so unterschiedliche Umsetzungsvorschläge genannt, wo Sie sich sehr gut orientieren können. Dann gibt es die WebAIM-Seite. Da werden viele Artikel veröffentlicht, die auch so zum Einstieg hilfreich sind. Ja, und zu guter Letzt die Accessibility Casts von Rob Dodson. Das ist ein Google-Entwickler, der so kurze Sequenzen eben gemacht hat. Ich habe es schon erwähnt, zu ganz vielen Umsetzungsthemen. Also wie mache ich ein gutes Modalfenster? Wie baue ich so Checkboxen barrierefrei nach? Oder zum Fokusmanagement gibt es ein Tutorial. Also wirklich immer so 5 bis 7 Minuten und zu kleinen Themen, also ganz konkrete Umsetzungsdarstellungen, wo es dann wirklich in die Technik geht. Ja, und natürlich unterstützen wir Sie auch gerne mit unserer Website Big für alle. Da finden Sie viele Informationen zum Thema Barrierefreiheit und mit der Website btvtest.de. Das ist unsere Website zu unserem Prüfverfahren, wo Sie unsere ganzen Prüfschritte finden und sich auch nochmal tiefer in das Thema einarbeiten können. Ja, mit Beratung und Expertentests unterstützen wir Sie. Ja, und wenn Sie uns auf Twitter folgen wollen, ja, unsere Twitter-Adresse ist @btvtest. So, nun hoffe ich, dass ich Sie motivieren konnte, in Zukunft Schritt für Schritt ein bisschen stärker Barrierefreiheit umzusetzen. Es ist sicher nicht von heute auf morgen getan, aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.